Sobald die Artistinnen von Sisus Zirkus aus ihrem Wohnmobil kommen, wird es wild. Ihre Show auf dem Berlin Circus Festival ist kreative Akrobatik mit einer Extraportion finnischem Humor. Die Energie der fünf Frauen auf der Bühne begeistert. Es ist sehr originell. Die fünf Mädchen haben alle möglichen Zirkusnummern drauf. Sie sind sehr talentiert und machen alles selbst, auch das ganze Bühnenbild. Es war toll. Klasse, akrobatisch, aber auch völlig durchgedreht. Sisus Zirkus sind Rosa Tüsker und Eda Sipila, Inga Pekonen, Sophia Daniel und Mila Lahtinen. In Finnland haben sie gemeinsam eine staatliche Zirkusschule besucht. Sie kennen sich aber schon seit der Kindheit. Das merkt man ihrer Show an. Wir können über uns selbst lachen. Also wirklich jeder über jeden. Wir nehmen uns selbst nicht zu ernst. Wir haben verschiedene Ideen ausprobiert. Meistens lachen wir über etwas und denken, ja, lass uns das in die Show mit aufnehmen. Und dann hoffen wir einfach, dass die anderen Leute es auch witzig finden. So wird dann Reifenakrobatik von einer Gesangseinlage begleitet, bei der ein Staubsaugerrohr als Mikrofon herhalten muss. Zum Berliner Zirkusfestival passen die Finninnen mit ihrer Schrägheit perfekt. Ziel der schon zum dritten Mal stattfindenden Veranstaltung ist es, den Zirkus von seinem verstaubten Image zu befreien. Wir wussten so ein bisschen um das Imageproblem, glaube ich. Also das ist schon, wir haben im ersten Jahr haben wir so einen Trailer gemacht, der war total herrlich. Da sind wir einfach nur durch Berlin gelaufen und haben gefragt, was die Leute über Zirkus denken. Und die Antworten sind wirklich das volle Klischee, was man erwartet. Und ich glaube, dass wir von Anfang an das Programm unglaublich breit aufgestellt haben, um den Leuten auch Einblicke zu geben und zu sagen, für jeden was dabei zu haben. Statt auf altbekannte Zirkusnummern setzt das Festival auf Innovation und ist offen für Einflüsse aus Tanz, Theater und Visual Arts. An 10 Tagen treten insgesamt 8 internationale Ensembles auf. Er hat mit traditionellem Zirkus nicht viel zu tun, aber sehr gut, es hat irre Spaß gemacht. Es ist anders und ich komme selber aus einer unkonventionellen Form des Theaters und Varietés. Und insofern fühle ich mich natürlich hier zu Hause und gucke den Kollegen gerne zu. Aber nicht nur zugucken ist angesagt. Die Festivalbesucher können bei Podiumsdiskussionen mitreden und auch an Workshops teilnehmen. Ida Sipila von Sisus Zirkus zum Beispiel gibt Trapezunterricht. Wenn du bereit bist, mach noch mal das mit den Knien. Gar nicht so einfach, aber für Schwindelfreie eine tolle Chance. Es ist schön, Leuten die Möglichkeit zu geben, es auch einmal auszuprobieren und dieses Gefühl zu haben. Oft sehen Menschen die Shows und denken, oh, das will ich auch mal versuchen, aber sie haben keine Gelegenheit dazu. Zirkusartistin zu sein ist ein Knochenjob, vor allem wenn man auf Tournee ist. Doch die fünf Frauen von Sisus Zirkus würden ihn für nichts in der Welt tauschen. Es ist toll, wenn man von einer Sache leben kann, die man wirklich liebt. Es fühlt sich nicht wie Arbeit an, wenn man mit all seinen Freunden zusammen ist. Es kann auch sehr anstrengend sein, aber das ist es wert. Bei den Shows auf dem Berlin Circus Festival verschwimmen die Grenzen zwischen Artistik, Schauspiel, Tanz und Musik. Erlaubt ist alles, was Spaß macht, sowohl den Künstlern als auch den Besuchern.